auch gestern gesehen habe, ist, dass dass manche Spieler doch sehr eingebildet sind, ja, wenn sie verloren haben, war letztens einer, der meinte dann so, oh ja, das ist mein neuer Charakter, ich habe einen, der ist Level 57 oder sowas. Und der wurde gewählt zu den Top-Spielern, also Top 50 und wie sich irgendwas. Interessiert mich mal gar nicht, ja, denn ja, interessiert mich einfach nicht. Ich kenne ihn nicht, keine Ahnung. So, irgendwie kommt das hier nicht zu Potte. Ja, wenn wir einfach mal hier. Ja, komm. Dann machen wir Tommy the Spain. Können wir natürlich, wissen wir natürlich, wo er herkommt. Und ja, das Spiel machen wir noch zu Ende. Ja, ein sehr netter Spieler, der sagt ein bisschen Zeit. Ich natürlich auch. Oh, die Arena hier gefällt mir am besten. Mit der Musik. Ho. Oh, Win 27, Loses 8. Ja, da bin ich ja am besten. Wer kann das Spiel wahrscheinlich. Was man nicht von mir behaupten kann. Eieieiei. Ja, fix hab ich dich. Da. Der kann das so. Na, hau den. Boah. Also ich glaube, das war mein längster Ballwechsel, den ich jemals gemacht habe in diesem Spiel. Aber mal weiter. Das ist gar nicht so einfach. Och. Ja, irgendwie finde ich manchmal spinnt die Steuerung auch ein bisschen, obwohl ich da auf dem Punkt stehe. Und in meinen Knopf drücke, fängt diese junge Dame an zu sliden, was ich nicht verstehe, warum sie das überhaupt macht. Ach du Scheiße. Ja, jetzt werde ich total weggenatzt. Manche Leute regen sich ja total auf und bla bla bla, aber bei Sportspielen ist mir das total Wurstbrot. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Jetzt macht. Jetzt. Ja! Ah, das war mindestens noch mal was Gutes. Wir sind so ein Punkt in diesem grandiosen Spiel. Game Point. Ja, was ist denn jetzt? Ey, jetzt tipp hier nicht deinen Lebenslauf. Ich will hier zocken. Hallo. Ach ja, erstmal ein Hack angeschaltet, oder? Nein, Scherz. Keine Ahnung, ob es hier für Hacks gibt. Ach, jetzt habe ich den... Ah, Oh, das wird ja nochmal richtig knapp hier. Oh Gott, jetzt wollte ich was trinken. So. Oh, du Scheiße. Ja, die Bewertung wird eine 4 sein, denn es ist eigentlich ganz lustig. Warum immer dieser Kinderstyle, das verstehe ich bis jetzt noch nicht. Denn man könnte doch ein erwachsenes Tennis mal rausbringen. Und ja, ansonsten, ja, es spielt sich solide. Es hat verschiedene Spielmodis. Ihr habt natürlich auch einen gewissen Singleplayer-Modus, der aber recht langweilig ist. Ihr habt natürlich die Option, irgendwie angeln zu gehen, um damit Items zu finden. Aber fand ich immer als sehr langweilig. Also bei Fantasy Tennis 1. Oh, ihr zeigt natürlich. Eieieiei. Fand ich immer sehr langweilig und ja, zeitaufreibend da irgendeinen Scheiß da zu finden, ja. Oh, jetzt habe ich hier. Bäm! Ja, natürlich. Oh, ganz locker nimmt er den hier an. Ich. Lauf. Oh, das klappt doch. 8! Ja, leider nicht. Ja, es gibt bekommt von mir eine 4. Ja. Sound ganz nett, Grafik, ja, wie gerade schon gesagt, nicht so mein Fall. Aber was ein bisschen stört, sind eben die Lecker. Und da könnt ihr euch wirklich so tierisch aufregen. Ah, jetzt habe ich den schon wieder. Oh, das wird ja sogar noch spannend hier. Spannung bei zu haben. Seit wann gibt es sowas? Ja, aber Sportspiele sind einfach nicht mein Fall und deshalb gibt es auch eine 4, diesmal eine glatte 4, ja. Wie das Toy Red
Oh Gott, ich hab das auch, richtig ausgesprochen. Der bekommt natürlich 3 Punkte. Und Van Hell bekommt 1 Punkt. Ja, diesmal haben nicht so viele richtig gelegen. Ja, genau. Oh, jetzt aber Bukake hier. In Sahne ist das hier. Das machen wir doch noch. Ja, ich glaube, bei der Entscheidung G gibt es wirklich nur Guild Wars. Aber das muss ich nochmal gucken. Was ist denn mit ihm? Oh, leider AFK. Mutti hat wahrscheinlich gerufen. Die Musik ist nicht schlecht. Erinnert mich ein bisschen an Luvia. Wer eventuell Luvia kennt. Ja, ich glaube, das wird ein sehr einfacher Sieg, denn der Spieler ist einfach nicht vorhanden. Dann können wir ja ein bisschen Aufgaben üben hier. Ja, ich bin so schön. Ja. Dass der Gegner einfach gar nichts macht. Ja, Bukake hier. Bam! Ja, das wird ein Sieg. Und ja, somit kann ich den Test auch gleich abschließen. Ihr könnt es euch saugen, auf alle Fälle. Also es ist wirklich nicht das Schlechteste, ja, was Aria Player anbietet. Aber es ist, es wird schnell langweilig, ja. So als zwischendurch, kein Problem. Ja, da können wir ja mal auch ein Match machen oder sowas. Das ist ja alles kein Problem. Ja, somit habe ich gewonnen, da mein Spieler einfach nicht vorhanden war. Oh, diese Musik, wenn ihr gewonnen habt oder gelost habt, die wird so auf dem Ei gehen. Ja, in dem Sinne, euer Zuhaken. Schönen Tag noch. Ciao.